Moin, ja wirklich moin. Nachdem ihr schon einige Schweiz-Videos gesehen habt, mache ich jetzt hier mal ein Zwischenvideo, ein aktuelles Video, denn es gibt einige Neuigkeiten zu meinem Kanal, aber auch zu diesem Kanal, wo ich heute bin, zum Nordostsee-Kanal. Ich habe mal versprochen, ich bin da, wenn es Neuigkeiten hier gibt, und jetzt bin ich hier. Ich mache heute mal eine kleine Runde, ja, passt zum Flachlader-Kanal. Ich werde nämlich hier am Kanal, des Nordostsee-Kanal entlang fahren, 0 Höhenmeter, das passt ja absolut. Boah, und wird mal sehen von Rendsburg aus, wie weit ich fahre, welche Fähre ich wieder nehme, um wieder auf der Rückseite zurückzukommen. Breiholz oder Oldenbüttel, je nach Lust. Das Wetter ist noch top, sehr warm für September. Also werde ich mal sehen, was ich heute so mache an Kilometer. Es wird nicht unheimlich viel sein, denn es ist schon Nachmittag. Aber ich würde sagen, das ist die richtige, passende Stelle für ein Kanal-Update zu meinem Kanal, dem Flachlandradler-Kanal und dem Nordostsee-Kanal, wo ich hier bin. Also das passt absolut. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei, ja, bei den hoffentlich trotzdem auch noch schönen Bildern. Nun bin ich bei der Fähre Breiholz. Da bin ich natürlich jetzt vorbeigefahren, weil nach 10 Kilometern wäre mir das noch zu kurz umzudrehen bei dem schönen Wetter. Ja, und jetzt gibt es mal die erste Neuigkeit. Vielleicht habt ihr es schon bemerkt. Ja, ich habe eine neue Kamera. Ja, es war mal wieder Zeit. Meine alte GoPro 8 ist ja auch erst 2 Jahre alt, aber natürlich auch schon bestimmt schon 100.000 Mal auf die Knöpfe gedrückt, so viele 10 und so drehe ich bei meinen Touren. Ja, und das gibt so langsam nach, es reagiert nicht immer. Ja, und da habe ich doch mal Ausschau gehalten nach einer Kamera. Ich habe ja noch die Sony ZV1, aber da gefällt mir das nicht, dass man das einschalten muss und dann noch mal auf Rekord. Und schwer ist sie auch noch. Na, und nun habe ich mich entschieden, ja, es ist wieder eine GoPro geworden, die GoPro 10. Ja, das hat mich ein bisschen überzeugt, ein neuer Prozessor. Ich muss sagen, die reagiert super schnell, also an, keine 2 Sekunden später, so gefühlt, fängt sie an zu filmen, richtig top, also schneller wie die alte. Ja, und natürlich, die Bildstabilisation ist wesentlich besser als die 8er. Ich habe nämlich schon mal ein paar Szenen natürlich schon vorher abgedreht, um mal reinzuschauen. Also das hat mir sehr gut gefallen. Bei 8er hat sie immer noch gewackelt, wenn man das in der Hand hat und fährt. Und diese Kamera, die 10er hier, mit der ich jetzt auffilme, die hat eine Horizontalausrichtung, und das habe ich schon gesehen, man kann die Kamera wirklich richtig weit drehen. Also jetzt habe ich schon auf so 20 Grad die Kamera gedreht. Also ich weiß nicht, also wieder in die andere Richtung. Merkt ihr was? Ich glaube nicht. Aber das ist echt top und das gefällt mir sehr gut. Ja. Ja, und dann natürlich noch die 4K-Aufnahme in 120 Frames. Da kann man bestimmt super Zeitlupen auch von drehen. Also das hat mich sehr überzeugt. Natürlich habe ich es selbst gekauft. Ist keine Werbung hier. Ja, war viel Geld, aber ich habe mich durchgerungen. Ja, es musste mal wieder sein. Ja, die 8, wie gesagt, ich hatte eigentlich Glück mit der 8er. Ja, die hat eigentlich keine Spirenzien so viel gemacht. Ab und zu schon hat sie auch mal aufgehängt. Aber das war nicht so häufig vielleicht wie bei anderen. Und nun, ja, wird es mal jetzt Zeit für eine Lampe, eine neue, wie gesagt, meine Sony. Ah, da war ich nicht ganz überzeugt. Aber die werde ich behalten mit dem Zoom und so. Das hat mir auch super gefallen in der Zeit, auch auf meinen ganzen Radtouren und in der Schweiz. Und ah, es war schon schön, die mitzuhaben, aber als allgemeine Kamera, ja, war die doch ein bisschen umständlich. So habe ich jetzt die 10er hier. Und ja, wie gesagt, selbst gekauft, keine Werbung. Natürlich muss ich das hier irgendwo einblenden, falls da vielleicht doch rechtlich irgendwas, ja, im Argen ist. Aber es ist meine ehrliche Meinung, hier jetzt ein Fazit darüber zu ziehen. Und ja, dann werde ich mal sehen, wie es weitergeht.
Ich hoffe, die Bilder sind bis jetzt was geworden und werden auch weiterhin was werden. Ich fahre jetzt noch weiter Richtung der nächsten Fähre Oldenbüttel. Das sind auch noch mal um die 10 Kilometer. Boah, und das ja, bei diesem schönen Wetter heute noch. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite angekommen. Ich bin mit der Fähre Oldenbüttel rübergefahren. Aber das war eine tolle Fahrt. Ich hoffe, die Bilder sind was geworden. Ich bin noch, glaube ich, noch nie so dicht an ein Schiff hinten dran vorbeigefahren, das gerade so hier den Weg gekreuzt hat. Und jetzt kommen schon die nächsten. Ja, ist immer ein Erlebnis hier, seitdem jetzt auch wieder mehr Schiffe hier sind. Immer wieder schön. Ja, ich habe das gerade eben auch in 4K und 120 Frames mal gefilmt. Vielleicht kriegt er noch ein Slow-Mo hin oder weiß ich nicht. Wenn es was geworden ist, ich hoffe es, das war richtig eine richtig tolle Perspektive, so direkt dahinter, aber naja. Und noch ein Feature, was die Kamera natürlich auch hat, das die Achter nicht hatte, einen kleinen Bildschirm vorne. So kann ich doch einigermaßen sehen, dass ich immer gut im Bild bin oder auch das Schiff zum Beispiel. Ja, das war echt eine klasse Fahrt bis hierhin, in Gegenwind und auf der anderen Seite, da war gerade eben alles voll mit Fliegen, weil wenn die Büsche da waren oder Bäume, die im Wind hatten, da haben die gestanden, die Fliegen und Käfer Unmengen. Dann war man fast übersät davon. Aber jetzt hört das wohl auf, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ja, und dann jetzt mit Rückenwind. Ja, und das nächste Kanal-Update. Ja, ich glaube, das werde ich auch schon hier benutzen, denn ich habe jetzt ein Abo bei Epidemic Sound. Ja, wollte es doch mal machen. Irgendwie hatte ich erst gedacht, das ist auch immer dieselbe Musik, aber da habe ich mich damit mal beschäftigt und fand da ja, doch einige gute Musik dabei. Habe ich jetzt abgeschlossen. Natürlich ist es auch wieder laufende Kosten für mein teures Hobby hier. Unglaublich, aber es macht mir ja weiterhin Spaß, Urlaubsvideos zu drehen und überhaupt solche Tagestouren wie hier auch zu filmen. Das macht immer noch weiterhin viel Spaß. Boah. Ja, das war das Update und Werbung wird es bei mir immer noch nicht geben. Ich habe mich noch nicht dazu durchgerungen, auch Produkte zu testen. Man kriegt natürlich Anfragen, das ist klar, aber irgendwie bin ich da noch nicht bereit, so irgendwelche Produkte geschenkt zu kriegen und dann ja, zu sagen, ja toll, schön, schlecht. Nee, da bin ich nicht, außer jetzt bei der Kamera, weil das wird immer auf meinem Kanal jetzt natürlich vorkommen, diese hier. Vielleicht habt ihr ja auch so eine Option, jetzt eine neue Kamera zuzulegen. Ob es die wird oder eine andere, weiß ich nicht. Ich werde jetzt hier heute ja noch weiter auf Mark und Bein testen. Bis jetzt hat alles gut funktioniert, kein Absturz. Also, wenn die Bilder bis hier jetzt was geworden sind, läuft ziemlich gut mit. Ja, und jetzt ja, werde ich mit den Schiffen, mit den Roten hier, wieder Richtung Rendsburg fahren. Ja, und da hinten. Bisschen weiter in Rendsburg gibt es wieder ein Kanal-Update, aber vom Nordostseekanal direkt.
Jetzt bin ich hier bei der Fähre Breiholz. Ja, die Schiffe sind ungefähr genauso schnell wie ich. Deswegen sind es eigentlich immer dieselben Schiffe hier zu sehen zurzeit. Es kommen im Moment keine entgegen. Ja, es gibt aber noch ein Update, nämlich zu meinen Fahrrädern. Ja, dieses Jahr war so ein bisschen der Wurm drin. Das ist ein bisschen spoilerhaft jetzt, weil das habt ihr noch nicht gesehen. Das wird noch einen ordentlichen Defekt kriegen in der Schweiz. Ja, aber inzwischen ist es wieder repariert. Und mein Gravelbike ist auch sehr, hat auch einen großen Defekt bei meiner letzten Fahrt, bei meiner letzten kleinen Radreise bekommen. Ja, das steht noch ein bisschen offen, deswegen bin ich auch mit dem Hund hier unterwegs. Nicht mit meinem Lieblingsrad zurzeit, dem Gravelbike, aber naja. Also dieses Jahr war echt der Wurm drin. Es waren mehrere Platten. Also das habe ich jahrelang nicht mehr gehabt und dieses Jahr war das so vermehrt. Das ist echt ein verzwicktes Jahr. Ja, auch nicht bei mir, auch andere bei anderen Kanälen. Komischerweise, ja, da gab es Plattenabbrüche. Also dieses Jahr war irgendwie der Wurm drin, aber naja, so ein Tag wie heute entschädigt doch nochmal wieder und lässt es doch ein bisschen vergessen. Ist auch gut, wenn man ein paar Räder mehr hat, um das so ein bisschen zu kompensieren. Ja, also naja, weiter Richtung Rendsburg und dann muss es ja noch zum Update des Nord-Ostsee-Kanals gehen. Und nun zu den Nord-Ostsee-Kanal-Nachrichten. Ja, die Fähre ist wieder da, die Schwebefähre unter der Eisenbahnbrücke. Rendsburg ist wieder vorhanden, aber noch nicht eingebaut. Es dauert noch ein bisschen natürlich. Deutschland wird erst der Schlitten ordentlich getestet, dann wird sie rangehängt, dann wird Belastungstest gemacht. Ja, funktionstüchtig, dass man da auch rauf darf. Circa Anfang nächsten Jahres, also so im Januar. Ob das was wird, wird man sehen, wenn alles jetzt funktioniert hat. Ja, aber sie ist wieder da. All die Hoffnung ist auf jeden Fall, dass jetzt bald wieder alles funktioniert und man da wieder mitfahren kann. Vielleicht werde ich dann auch gleich mitfahren, wenn es im Januar wieder geht. Werde ich sehen. Ja, das war das Update vom Kanal. Und jetzt, ja, ich werde noch ein Stück weiterfahren, die nächste Fähre rübernehmen und dann wieder auf der anderen Seite zurückfahren. Und dann ist es auch bald vorbei mit dieser Tour. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite von der Hochbrücke. Da drüben ist nochmal die Fähre zu sehen, die neue, die irgendwann in Betrieb geht. Ja, und jetzt ist auch die Tour hier zu Ende. Ein schöner Abend ist es jetzt langsam geworden. Ja, 18 Uhr durch. Ja, die Tage werden kürzer, aber die Radelzeit ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Und ein Update zu meinem Kanal gibt es ja noch, denn ja, heute Morgen, als ich losgefahren bin, gab es 1999 Abonnenten auf meinem Kanal
Also ist das wirklich nur noch Frage von Stunden oder so, bis der 2000. dazukommt. Also herzlichen Dank dafür. Unglaublich. Ja, okay, so eine Tour, so einen schönen Tag, wenn ich das so gut filmen kann wie heute. Ja, dann macht das auch sehr viel Spaß. Auch weiterhin werde ich Videos drehen. Ja, auch wenn das so langsam doch ganz schön ins Geld geht. Ja, aber das macht so viel Spaß, auch mit der neuen Kamera. Ja, okay, wer sich die vielleicht kaufen möchte, es ist viel Geld, aber ich bin jetzt ja so weit zufrieden. Die Bilder habe ich noch nicht gesehen. Ja, bis jetzt hat der Akku auch durchgehalten. Also ich habe ja einiges probiert, ich habe viel gefilmt. Also nur so 50 Kilometer, wie ich jetzt gefahren bin, kann man damit verfilmen mit einem Akku, also gar nicht so schlecht. Ja, alle Features habe ich bestimmt noch nicht ausprobiert oder Einstellung ist noch nicht ganz richtig, kann natürlich auch noch sein, aber naja, da muss ich dann noch ein bisschen üben, aber bis hierhin sehr zufrieden, keine Aufhänger, alles läuft flüssig, also ich bin jetzt zufrieden, wie gesagt, ich habe es mir selbst gekauft, keine Werbung, aber naja, mein Fazit bis hierhin sehr gut und nochmal, ja, kann ich ja noch einen kleinen Spoiler geben, denn für meine neuen Abonnenten und auch die alten, die dabei sind. Es wird ungefähr insgesamt 9 Schweiz-Videos geben. Beim 4. seid ihr jetzt durch. Ja, aber das Schönste kommt auf jeden Fall noch erst. Ja, und dann geht es weiter. Ja, eine große Tour in Mecklenburg-Vorpommern an 2 Wochenenden. An 4 Tagen bin ich da gefahren. Und dann kommt natürlich noch eine super Übernachtungstour in Dänemark. Ein wahnsinnig toller Platz, den ich da gehabt habe. Also das sind nochmal 2 Videos, 2 Tage. Und danach kommt auch noch eine Sommerreise, eine Sommerradreise. Kurz, ja, nur 4 Tage, aber es waren schöne Tage, sehr, sehr schöne Tage im Südosten von Deutschland. Also kann ich sagen, es kommt noch auf uns zu. Ja, das letzte Video davon, das wird wahrscheinlich Weihnachten kommen. Ja, also ist noch viel Material. Und wenn ich diese Kamera behalte, ja, dann wird erst ab Januar damit gefilmt und die Filme mitkommen. Ja, also. Eins kann ich noch sagen, wenn es euch gefallen hat oder noch irgendwelche Anregungen habt, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Vielleicht auch mal einen Wunsch für nächstes Jahr. Ja, kann ich mal vielleicht auch drauf eingehen. Ich habe eigentlich auch mehr vor, auch vielleicht mal ein Treffen mit anderen zu machen, was dieses Jahr auch noch nicht so viel geklappt hat. Außer mit Heiko, Grüße gehen raus. War ein toller Tag. Oder mit Matthias von Saftrad. Also es macht immer Spaß, andere Leute zu treffen. Aber ich habe natürlich auch immer sehr viel vor, wenn ich am Wochenende los bin. Also das ist auch oft sehr spontan und zack geht's los, ab nach Dänemark, denn sonst wohin. Also ich habe auch noch viel in Planung, also es wird weitergehen auf meinem Kanal. Also denn, ich hoffe es hat denn gefallen, denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin Moin. Tschüss.